Jetzt kommen wir zur Digitalisierung des Mediensystems Buch. Wie Sie vielleicht, je nachdem, wo Sie ja gehört haben, ist ja die Digitalisierung von analogen Daten, wie zum Beispiel ein Audio-Stream oder ein Video-Stream, relativ kompliziert. Sie müssen im Prinzip unendlich viele Stufen von Grautönen beim Schwarz-Weiß-Film oder von Frequenzen bei einem Audio müssen Sie abbilden auf eine abzählbare große Zahl, die Sie dann, und zwar eine gewisse Häufigkeit, was weiß ich, so und so viel oft in der Sekunde. Und wenn Sie das dann abgebildet haben, dann können Sie das auf eine Zahl als Zahl fassen, und das bedeutet ja Digitalisierung. Sie nehmen irgendwie einen Strom von Daten und setzen den in Zahlen um. Ja? Und im Unterschied jetzt zu Audio und Video ist es bei Büchern oder bei Texten, muss man ehrlicherweise sagen, aber sagen wir mal bei Büchern, ist es viel einfacher, weil da gibt es schon vorher abzählbar viele Zustände. Ja? Also was weiß ich, ein Bild, wenn Sie ein großes Bild, wenn Sie es kennen, da haben Sie ja viele tausend Positionen, und an jeder einzelnen Position können 16 Millionen verschiedene Farben sein. Das gibt eine Riesenzahl. Bei einem Text ist es viel einfacher. Jede einzelne Position ist entweder einer von 26 großen, einer von 26 kleinen Zeichen oder ein Sonderzeichen, und dann haben Sie die Zahl schon, und die müssen Sie dann praktisch nur noch in eine Binärzahl umsetzen, und das ist ja wirklich Gymnasium 10. Klasse. Ja? Also, will heißen, im Unterschied zu Audio und Video ist die Digitalisierung von Büchern eigentlich ziemlich simpel. Also konzeptionell, und sie ist auch deswegen simpel, weil die algorithmischen Anforderungen, ja, wenn Sie zum Beispiel an einen Etihad denken, mit dem Sie Texte schreiben können, sind wesentlich geringer als zum Beispiel jetzt ein Schnitttool für Video oder für Audio. Und die Bandbreiten sind auch niedrig. Sie kriegen ein großes Buch auf ein paar hundert Kilobyte, da kriegen Sie keine Sekunde Film drauf. Ja, trotzdem, trotz dieser Tatsachen, kam das Buch relativ spät. Es hat frühe Experimente gegeben, zum Beispiel die Computerleute der 50er und 60er Jahre haben natürlich irgendwann mal, sind sie dazu übergegangen, die Manuals für das System selbst grünflimmernd oder bernsteinflimmernd auf irgendwelchen Terminal-Manuals zu repräsentieren, das heißt Text auf Bildschirmen, das ist nicht wirklich was Neues. Dann gab es eine natürlich seit den 70er Jahren weitgehend digitalisierte Buchproduktion. Das heißt, außer dem Endprodukt, das ein gedrucktes Buch war, war davor bei den meisten Büchern schon seit vielen Jahren alles digital. Das Desktop-Publishing im engeren Sinne seit 1974, das ist jetzt 84, ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Ja. Und trotzdem hat es eben bis zur Durchsetzung sehr, sehr lang gedauert. Und die Durchsetzung, die in Deutschland, setzt man an mit 2008, wo der Kindle in Deutschland erschien auf der Buchmesse, oder beziehungsweise 2010, als das iPad erschien. Erst dann wurde im nennenswerten Stil Bücher digital gelesen. Klar, im wissenschaftlichen Bereich und im B2B-Bereich PDFs gab es vorher schon, aber die waren kein nennenswerter Teil des Marktes. Noch ein bisschen Merkmüll, warum man so genau sagen kann, dass das Desktop-Publishing 1984 begonnen hat. Das ist wirklich witzig, also sozusagen in der Mediengeschichte 1984, dass nämlich gleichzeitig PageMaker als eine Software, mit der man Texte gestalten kann, erschienen. Hat Apple den ersten bürotauglichen Laserdrucker veröffentlicht, den LaserWriter. Also im Großen gab es Laserdrucker schon vorher. Und kam von Adobe das Seitenbeschreibungsformat PostScript, was ein Vorläuferformat von PDF ist. Und diese drei Elemente zusammen, alle 1984, ermöglichen es, in hoher Qualität eine Druckvorlage zu erstellen, am eigenen Schreibtisch, mit allerdings Hard- und Software, damals sicherlich in der Größenordnung von irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro, aber alles, was vorher war, hat zwischen 10 und 20 Millionen Euro gekostet, ja? und war eben eine Setzerei und eine Druckerei. Ja? Gut, so, das lassen wir mal weg. Jetzt zeige ich Ihnen nur mal noch ein paar, ich hatte Ihnen gesagt, abgesehen von ein paar Vorläufern, die aber nicht eine richtige Wirkung auf den Massenmarkt gemacht haben. Das hier sind multimediale Bücher der 1990er Jahre. Sehr aufwendig gemacht, tolle Produkte auf CD-ROM. Der Inhalt eines Buches in der Navigation und im Gehalt extrem ähnlich wie ein aufwendig gemachtes Enhanced E-Book heute. Nur ein Enhanced E-Book heute kostet irgendwie 2,90 oder sowas. Diese Produkte haben zwischen 100 und 400 Euro gekostet. Ja?
Und die Entwicklung ist dann 1996 also praktisch völlig abgebrochen. Und wenn man sich überlegt, warum das so war, muss man erstens mal sagen, das waren praktisch alles manufakturiell hergestellte Produkte, sehr viel Handarbeit, die ganzen Tools und Standardformate gab es noch nicht. Und dann wurde das Web populär und die Leute standen dann extrem auf die Eigenschaft Interaktivität und Aktualität. Und deswegen sind diese Produkte praktisch völlig untergegangen und man konnte sie nicht direkt ins Web nehmen, weil das Web am Anfang extrem schmalbandig war, da gab es keine Chance, zum Beispiel Videos zu übermitteln. Ja? Und das Erste, was dann ging, war, Originalzitat aus der Zeit, ein Video in der Größe einer Briefmarke und der Geschwindigkeit eines Briefträgers im Koma. Ja? Und deswegen ist diese abgebrochen und im Prinzip fast 20 Jahre später in der tragbaren Variante auf dem Smartphone oder am Tablet als Enhanced E-Book wiedergekommen. Sehr interessante Sache. Wenn man jetzt nicht den Aspekt der Anreicherbarkeit nimmt, sondern den Aspekt der Tragbarkeit, dann gab es auch Vorläufer. In der Mitte ist das Rocket E-Book aus den 1990er Jahren. Abgesehen davon, dass es eben kein elektrophoretischer Bildschirm wie beim Kindle war, sondern ein normaler, der zum Beispiel relativ hohen Energiebedarf hat und dass das Gerät natürlich niedrige Akkulaufzeiten hatte. Das war auch zum Beispiel asymmetrisch, hatte links so einen Wulst, das heißt, da konnte man nicht in jeder denkbaren Position lesen. War das schon relativ nah an einem E-Book-Reader, wie man heute kennt, hat sich aber nicht durchgesetzt. Und das links ist praktisch der Content zu dem Gerät rechts, das ist der Sony Discman. Das war im Prinzip die Idee von Sony Anfang der 90er Jahre, die Idee vom Walkman auf eine Disc zu übernehmen. Diese Technologie von der CD-ROM, aber nicht 12 cm im Durchmesser, sondern nur 8. Und da gab es auch einige Buchinhalte, meistens Wörterbücher. Aber dieses Wörterbuch hat damals 20, 30 Euro gekostet, die Fassung für dieses Buch dann weit über 100. War ein schönes Gerät, extrem schwer, extrem wenig Akkulaufzeit, aber haptisch und so eins, das wirkliche, soll man sagen, ein Appeal erzeugt hat, aber am Markt völlig gefloppt. Also es waren praktisch erste Versuche und dann ist es abgebrochen und dann kam erst Kindle und iPad wieder mehr als 20 Jahre später.